Ein einzelnes Bild erzählt bis zu 100 Geschichten. Jede Doppelseite öffnet den Blick in eine neue Welt. Die Wimmelbücher von Ali Mitgutsch unterhalten seit Generationen die Kinder und entführen ihre Fantasie überall dorthin, wo es bunt und lebhaft ist. In den Zoo, ins Schwimmbad oder auf dem Bauernhof. Im Museum Ravensburger erzählte Ali Mitgutsch, wie er vor über 40 Jahren überhaupt auf die Idee kam, das erste Wimmelbuch zu malen. Der Hauptanstoß, der kam von dem Kurt Seelmann, das war ein Pädagoge in München, der Direktor von Stadtjugendamt. Und der hat gesagt, du weißt es, was ich bräuchte? Ich bräuchte ein Buch, wo unendlich viel drin ist. Weißt du, dass das Buch dem Kind zuwächst. Und dann habe ich in meinem Gedächtnis habe ich gekramt, was mich als Kind so besonders nachhaltig begeistert hat. Daraus entstand 1968 Ali Mitgutschs erstes Buch bei Ravensburger, Rundherum in meiner Stadt. Es wurde mit dem Deutschen Jugendbuchpreis ausgezeichnet und hat sich mittlerweile mehr als 1,3 Millionen Mal verkauft. Das war der Beginn einer sehr erfolgreichen Serie. Das Prinzip ist einfach, aber faszinierend. Auf doppelseitigen Bildern wimmelt es von detailliert gemalten Menschen, Tieren und Alltagsszenen. Die Ideen dazu findet Mitgutsch in seiner Fantasie und in seinen eigenen Kindheitsträumen. Ich hatte keine Freunde und hatte keine Abenteuer, die ich selber erlebt habe. Und da erfand ich mir zwei Freunde selber. Einen großen, starken, dicken und einen kleinen mit der spitzen Nase, einen ganz frechen, der immer die besten Ausreden erfand. Und dass ich ein so genaues Gefühl entwickelt hatte, was bei Kindern ankommt, was Kinder lieben, von was Kinder begeistert sind, unter was Kinder leiden. Diese Erinnerung war bei mir sicher stärker wie bei einem Durchschnittskind. Und das wurde mir später zu meinem Plus. So malt er Bücher, die niemals langweilig werden. Weil jedes Bild gespickt ist mit vielen kleinen Szenen, entdecken kleine und auch große Kinder bei jedem Durchblättern etwas Neues. Auch in ganz gewöhnlichen Situationen. Ich wollte zuerst einmal die ganzen Hauptthemen Stadt, Land, also Küste, Wasser, Gebirge, die habe ich zuerst einmal abgehandelt, weil das Leben ist, dass die Kinder kennen und dass man ihnen zeigt, du bist kein armes Schwein, das heute lebt und nicht zur Ritterzeit oder zur Hexenzeit oder sonst was, sondern es passiert um dich auch unendlich viel Interessantes und Schönes. Du musst es bloß sehen. Und wer ganz genau hinschaut, entdeckt vielleicht den kleinen Fehler, der dem Perfektionisten Mitgutsch vor vielen Jahren einmal unterlaufen ist. Auf einem Komfort, da ist er so ein kleiner Zirkus, fährt durchs Land und hat an der Anhängerkupplung, hat er hinten so einen Käfig mit einem Löwen, glaube ich, drin. Und die Kupplung da hinten, die wollte ich mit dem Bleistift dazu zeichnen, also dass man das genau durchschauen kann, wie das funktioniert. Habe ich vergessen. Das wörtlich Größte für Kinder sind Mitgutschs Bücher im Riesenformat. Mit einer Höhe von über 60 Zentimetern sind sie für Kinder mitunter lebensgroß. Ich war als Kind, stellte ich mir vor, das Schönste wäre, ich hätte ein Bild, das so groß ist, dass ich mich reinlegen kann. Das war so eine fixe Idee. In die Bilder reinlegen, wenn ich so ein Bild irgendwo gesehen habe und es angeschaut habe, das müsste so groß sein. Ich wäre am liebsten reingekrochen. Und dann kam der Hersteller hier von Otto Meyer Verlag und hat gesagt, Sie können mir bei Ihnen mal einen dieser Titel so fotografisch vergrößern, so groß und ihn als Dekoration in den Laden stellen, also als Werbung. Dann habe ich gesagt, ja, ganz toll, sehr schön, sehr gut. Aber warum machen Sie dann nicht gleich ein Buch so groß? Bilder zum Reinkriechen. Dieser Kindheitstraum ist Wirklichkeit geworden. Im Museum Ravensburger im alten Verlagsgebäude in Ravensburg gibt es einen eigenen Raum für die Wimmelbilder von Ali Mitgutsch.
Sie reichen vom Boden bis zur Decke und die Besucher können tatsächlich in ein Bild hineingehen und stehen dann gleich wieder vor dem nächsten Bild. Dieser Teil mit den Wimmelbüchern von mir, also dieses Grün, dieser Irrgarten da mit diesen Bildern, die so groß, wo man praktisch in den Bildern dann so fast lebensgroß drin ist, die finde ich schon sehr schön. Ali Mitgutschs lebensgroße Wimmelbilder sind im Museum Ravensburger dauerhaft zu sehen. Die Originalbücher gibt es beim Ravensburger Buchverlag. Vom Mini-Format bis hin zu den Riesenbilderbüchern und sogar als Apps. Mit den schönsten Bildern des großen Künstlers, mit der Liebe zu den kleinen Dingen.